Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Deutschen Simulator 2013. Tachin Asenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Surgeon Simulator 2013. Click to begin. Fingertests. Alles da. So. Ja, pass auf, wir haben die Operationen, haben wir alle durch. Zwar nicht mit Bestnoten, aber da sage ich mal ganz gepflegt und vorsichtig, da scheiß ich drauf. Was wir noch hatten ist, eine Weltraumoperation. Und das ist missglückt beim letzten Mal. Und das muss ich jetzt nochmal ausprobieren. Und das ist jetzt ein bisschen ein Gefrickel. Weil ich muss erst die schwarze Diskette da wieder reintun. Vor allem muss ich auch erstmal dieses scheiß Telefon wieder runterschmeißen, weil mir das auf den Sack geht. So, und dann seht ihr ja... Ja, das können wir eigentlich auch gleich noch wegräumen. Das brauchen wir nicht. Weg. Wird alles überschätzt. Und das ist die schwarze Diskette. Und ich muss versuchen, die jetzt erstmal aufzunehmen. Und zwar so. Also. Moment. Versuchen wir es mal ein bisschen so. Zack. Ich muss die da reinschieben. Und das ist nicht so einfach. Vielleicht geht das ja sogar so. Ich weiß nicht. Kommt auf den Versuch an. Man muss eigentlich nur so ein bisschen berühren, ne? So richtig. Und dann... Ja, wahrscheinlich geht das so nicht. Ich muss sie wahrscheinlich doch etwas mit spitzeren Fingern annehmen. Nein, das hat funktioniert. Oh, ich bin so gut. So, also, jetzt kommt das nochmal, das Ganze im Weltraum. Da habe ich ja versagt. Ich weiß auch nicht, ob ich es jetzt schaffe. Aber mal gucken, ne? Mal gucken. Und zwar ist das die Herz-OP im Weltraum. Und da muss ich diesmal ein bisschen vorsichtiger sein. Damit mir hier das Gerät hier, das ich hier brauche, und zwar das hier, nicht sofort wieder aus der Hand flutscht. Wie mache ich das denn am besten? Wie nehme ich das denn? Vorsichtig. Die Hand nach unten ein bisschen. Ja, zärtlich, wie bei einer Frau. Bleib hier! Scheiße! Ja, okay. Fast hätte es geklappt. Habe ich das Ding jetzt? Nee, wieder nicht. So, jetzt ist es erstmal aus dem Sichtfeld. Das ist ein Problem, weil jetzt kann ich da nichts machen hier. Jetzt muss ich wieder warten, bis das... Oh, die Spritze hier ist gefährlich. Die versuche ich mal wegzuschieben. Ah, nicht auf mich drauf. So, jetzt ist dieser scheiß Bohrer wieder da hinten im Eck. Und da ist auch die Spritze und das ist gefährlich. Da muss ich aufpassen. Komm! Okay, ich habe das Ding zumindest schon mal. Nur ist es natürlich so in der Hand, dass man damit überhaupt nichts anfangen kann. Frenkel, Mann. Na gut, so geht's vielleicht. Vorsichtig. Wir müssen ja erstmal den Knochen lösen hier. Ich kann das denn vom Winkel her nicht besser machen. Und damit ist das Teil hier völlig nutzlos. Scheiße. Ich muss das anders nehmen. Versuch's mal abzulegen nochmal. Vorsichtig. Und zu drehen. Ah, voll in die Fresse hier. Am linken Ohr vorbei. Habt ihr es gehört? Bleib da, du Scheißteil. Ich muss dich wirklich richtig gut erwischen, sonst... Komm her! Fick doch die Henne! Scheiße! Diese scheiß Flaschen hier, das ist alles Dreck, das brauche ich alles nicht. Ich brauche den Bohrer. Das Skalpell liegt schon da so verdächtig. Komm her! Ja, das ist ja total schwer. Hallo! Mit dem. Bleib hier! Jetzt habe ich es wieder. Aber leider auch wieder total beknackt erwischt. Versuchen wir es nochmal. Noch ein bisschen mehr kippen geht nicht. Ja, jetzt habe ich das bekackte Skalpell da drin liegen. Das sorgt natürlich für einen nicht unerheblichen Blutverlust. Jetzt ist es rausgefallen, zum Glück. So. Jetzt müssen wir diese Knochen alle einzeln da... cutten. Und zwar möglichst so, dass der gute Mann, der hier liegt, keinen Blutverlust hat. Und das ist beschissen schwierig gerade, weil ihr seht ja, ich so vielleicht. Komm! Das gibt's doch nicht, oder? Komm! Säg dich durch, Baby! Ja. Das wird so 3 bis 8 Stunden dauern, fürchte ich jetzt. Man will ja auch nicht zu viel verletzen, ne? Ja, aber so habe ich den falsch. Das bringt gar nichts. Ich werde ihn nochmal versuchen loszulassen und nochmal neu aufzunehmen. Vielleicht erwische ich ihn ja durch Zufall. Ah! Fuck!
Komm her! Da ist die Giftspritze, da muss ich wieder aufpassen. Ah! Ich komme vor wie ein Mädchen, ey. Ich kann nicht fangen. So eine Scheiße. Pock. Gegen den Kopf. Vielleicht mal so von unten. Wattestäbchen. Ich habe ja mittlerweile auch nicht mal mehr ein Herz. Das ist weg. Wie soll ich das dann überhaupt noch machen? Das geht ja gar nicht. So eine Schwachsinnskacke hier. Komm her. Naja, vielleicht fällt es irgendwann wieder vom Himmel, das Herz. Manchmal taucht es ja wieder auf, die Scheiße. Ja, aber ich komme nicht an diesen blöden Bohrer ran. Das ist ja völliger Schwachsinn. Was ist das denn hier? Das ist eine Spritze. Komm her! Das gibt's doch nicht. Also, da musst du ja Basketballer sein oder sowas, damit du da richtig fallen kannst. So eine Scheiße hier. Die Säge taugt mir ja nichts. Das ist ja das Problem. Also, da ist ja ein bisschen was ist ja schon weg. Aber ich muss das ja komplett freilegen, damit ich an die Innereien rankomme. Und tja, das Herz, wo das ist natürlich ein Rätsel. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Komm her. Komm her, Bohrer. Komm. Komm. Gille, gille. Nein. Ja, ohne Herz ist das sinnlos, ne? Oder ist das noch drin jetzt? Nee. Ja, komm. Also, wir machen nochmal einen Neustart. Oder machen wir einen Neustart? Nee, ist das Schwachsinn. Da muss ich ja wieder die schwarze Diskette reinstecken. Das dauert ja wieder ewig. Oder kann ich nochmal... Moment, kann ich neu starten? Ah, okay, alles klar. Das ist ein bisschen sinnvoller. Das Herz, warte mal, ich mach da erstmal zu vielleicht. Was haltet ihr denn davon? Bam! So, gesichert. Jetzt brauche ich diesen scheiß Bohrer wieder, der hier wieder rumäumelt schon. Das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Ich glaube, es sieht nicht mal einfach aus, oder? Komm mal her. Komm mal her, kleiner Bohrer. Komm mal her, kleiner Bohrer, mach dich nackig. So, jetzt habe ich ihn endlich mal einigermaßen erwischt. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich diese... jetzt muss ich mal diese Dinger hier wegmachen. Das ist scheiße. Komm, geht mal weg. Das ist nicht gut, wenn ihr da drin liegt. Weg. So. Okay, jetzt. Die Musik ist ja sehr beruhigend. Jetzt können wir versuchen, uns da langsam durchzuarbeiten. Das war gut. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in meinem Leben mal im Weltall operieren muss, aber falls das mal der Fall sein sollte, kann ja mal sein, dass es mir irgendwann mal passiert, dann kann ich da quasi den Arzt ersetzen. Wenn mal irgendwie so ein Unglück ist im Weltraum, dann kann ich dann da auch gleich operieren. Weil ich das alles total drauf habe, ne? Sieht er ja. Komm. Die Rippen müssen alle weg. Das war fast ein bisschen zu viel des Guten gerade. Okay. Ich lasse diesen Bohrer nie wieder los jetzt, das sage ich euch. Weil den wieder zu erwischen, ist ja ein aussichtsloses Unterfangen. Ich muss nur aufpassen, dass mein lieber Patient hier nicht zu bluten anfängt. So, das war gut. Weg mit dem Dreck hier. Muss ich aufpassen, dass ich auch nicht in die Lunge reinsteche oder irgend so einen Scheiß. Möglichst wenig zumindest. Das war schon fast wieder ein bisschen riskant. Komm. Komm, Knochen, gib auf. Jawohl. Baby, komm. Ja, komm. Ich sag euch, das ist fisselig Arbeit hier. Aber sowas von fisselig Arbeit. Okay. Komm. Das muss gehen. Das kleine Stückchen hier noch. So, und den da unten, ist der schon ab? Der ist, glaube ich, schon ab, ne? Oder? Moment. Lieber sicherheitshalber nochmal draufbohren. So. Okay, und er blutet nicht und hat noch über 5 Liter. Das ist ja brillant. So, jetzt muss ich irgendwie aufpassen, dass ich das Ding so ablege, dass es möglichst nicht irgendwie durch die Gegend schlenkert. Bleib einfach mal da liegen, Kind. Ja, genau das habe ich befürchtet, dass das rumfliegt wie bescheuert. So, okay, dann das Zeug rausholen, glaube ich, war das nächste. Kann ich das jetzt einfach rausholen oder muss ich da was schneiden? Das habe ich schon wieder vergessen, ehrlich gesagt. Wie war denn das? Ich glaube, das konnte man so rausreißen. Mit ein bisschen Schmackes. Genau. Dann schnappen wir uns als nächstes den zweiten Lungenflügel. Versuch es zumindest hier.
Aus. Okay. Nein, flieg da nicht rein. Oh, scheiße. Das fliegt ganz schön bescheuert rum jetzt. Oh, das bohrt. Das bohrt die Lunge. Habt ihr das gesehen? Und jetzt muss ich schauen, dass ich möglichst schnell das Herz rauskriege. Hör mal auf, so rumzuschlenkern, ey. Das gibt's doch nicht. Bleib mal ein bisschen ruhig hier. Entspann dich mal. Alter. So, jetzt brauche ich aber auch ein Skalpell, ne? Wo kriege ich jetzt das Skalpell her? Da ist eins reingefallen. Scheiße. Das kann mir jetzt alles versauen. Bleib hier. Skalpell. Komm her. Mist, ich krieg's nicht. Jetzt habe ich's, oder? Ah, es lässt nicht los. So, jetzt. Okay. Und jetzt müssen wir versuchen, das Herz tot zu stechen. Ohne, dass er Blut verliert. Das ist auch schwer. Vor allem, wenn da ständig so Gedöns rumfliegt hier. Ich hab's. Was ist los? Bleibt mir vom Leib hier. Geht da raus aus meinem Operationsgebiet. Das gibt's doch nicht. So, das Herz muss das noch raus. Ich weiß es nicht, ob ich es raustun muss. Ich werde es mal rausnehmen, schnell. Komm, zack, weg. Wo ist das neue Herz? Das ist hier. Das hat auch gut gehalten hier. Gott, ich stehe kurz vorm Ziel, ey. Bitte, jetzt kein Fehler mehr. Komm, auf. Auf. So, das Herz nehmen. Und jetzt vorsichtig da reinplacken. Vielleicht noch ein bisschen schräg. Das sieht aus wie ein kleiner Oktopus. Und jetzt kommt da rein. Rein da! Scheiße, zu weit unten wahrscheinlich. Versuchen wir es noch ein bisschen nach oben zu schieben. Ach komm! Seien wir nicht so streng. Bitte. Also das habe ich doch jetzt quasi schon geschafft, oder? Ja! Mit einer 1 habe ich es abgeschlossen. Ja, ich würde sagen, wir sind durch, ne? Oder? Oder kommt noch irgendwas? Continue. Ah, schaut euch das an hier. Ich habe auch eine fette Urkunde hier jetzt. Ich habe keine Ahnung, ob noch was möglich ist. Ich glaube, wir sind damit durch. Sollte es noch irgendwas geben, was ich mit dem Spiel anstellen kann, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde jetzt keine OP ein zweites oder drittes Mal machen, dann sind wir hier jetzt einfach am Ende. Ich habe mich tapfer geschlagen, würde ich sagen. Scheiß Telefon. Don't give me on my sack. Ja. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, also da habe ich ja wirklich ein Like verdient, oder? Hallo? Und ansonsten sehen wir uns beim anderen Let's Play wieder, würde ich sagen. Ich sage danke, ciao, ciao.